Ja, hallöch und herzlich willkommen zur 35. Folge von DS Trucking hier im Euro Truck Simulator 2 mit TTIP, dem Programm für den eigenen Auflieger und den Hard Economic Mod von Klaas. Ja, letzte Folge hier zum Abladen bereitgestellt. Diese Folge sind wir bereits leer und haben auch schon eine neue Tour an Land gezogen. Ja. So, sagt das Zeiteisen, 10.30 Uhr. 10.30 Uhr Abfahrt. In Prismüsel oder wie auch immer. Und wir fahren jetzt nach Restschopf, wenn man das so richtig ausspricht. Ja, 40 Kilometer, Leerfahrt. Und los geht's. Ist, denke ich mal, verkraftbar, ne? Ja, die Tour hat sich hier mehr oder weniger kurzfristig ergeben. Erst hatte ich was für Berlin. Und hat sich aber zerschlagen. Hat sich zerschlagen und ja, mit dieser schlechten Nachricht kommen wir auch gleich die gute Nachricht. Wir haben eine, ja, fahren jetzt zum Laden für eine wesentlich besser bezahlte Tour nach München. Und da zeigt sich's wieder mal, wenn sich im Leben irgendwo eine Tür schließt, geht dann meistens auch irgendwo anders eine Tür auf. Ja, so ist das. Zebrastreifen hier mitten auf der Landstraße, hammerhart, oder? Gibt es aber oft. In Deutschland würde man da immer Ampeln hinstellen und eine Geschwindigkeitsbegrenzung davor und dahinter. Aber Osteuropa ist da ein bisschen, ja, mehr abgehärtet. Also ich denke, bei Russland ist es dann noch schlimmer. Russland hat ja teilweise Zebrastreifen auf 6, 7, 8 spurigen Straßen. Das ist, könnte es eigentlich gar nicht erzählen. So, nur auf unser Navi schauen.
Ihr schickt uns erstmal noch geradeaus. Tramerie oder irgendwie so hieß das. Tramerie oder Tramerie. Ihr wisst, was ich meine. Das da meine ich nämlich. Wo sind die einfach zu der Bude? Da, da ist er. Hätte auch hier sein können. Hätte Fahrradkette. So, rein in das Loch hier. Da hinten, ja. Hier hinten müssen wir rein. Hä? Was ist hier los? Nicht sein. Ich bin jetzt hier dagegen gefahren. Bestimmt wieder mal gegen nichts. Ne, gegen nichts. Gut, okay, wir laden da vorne. Eigentlich wollte ich hier eine Rampe, aber das hat sich jetzt gerade erledigt. Aber ich meine, im Frachtmarkt gesehen zu haben, dass die Ladung, wenn wir sie jetzt nicht mit Telit fahren würden, an so einen Auflieger war. Also quasi so ein, wie wir dran haben. Alles sind Komplikationen, das kennt ein normaler LKW-Fahrer nicht. In der Realität siehst du immer, wenn du irgendwo dagegen gefahren bist, wo du dagegen gefahren bist. Also im Nachhinein. Vorher siehst du es wahrscheinlich nicht, sonst würdest du nicht dagegen fahren, aber. Bisschen knapp an den Trailer. Oh, sind die so breit, die Rampen? Wieso sehe ich hier noch selbe Tor im Spiegel und hier? Na gut, ich stehe wirklich ziemlich weit links. Ich gebe es ja zu. Na, halt mich nicht fest. Und auch hier wieder fehlen die Linien, ne? Wie immer. Oder wie fast überall. Thank you.
Ja, jetzt halt es aber hinten einigermaßen. Die sind etwas überbreit, die Rampen, glaube ich. Ja, hier sieht man jetzt noch ein bisschen was Grünes im Spiegel vom Tor und hier auch. Also normalerweise sieht man das nicht. Normalerweise sieht man nur diese schwarzen Lappen mit dem weißen Viereck. Ja, normalerweise sieht man nur das im Spiegel. Aber gut, wir sind nicht päpstlicher, sei wie der Papst. Gut. Was war jetzt hier uhrzeitmäßig? Runden mal wieder großzügig. Na gut, kannst du nicht viel runden. Schreib mal 11.30 Uhr auf. 11.30 Uhr. Es war eine Stunde. Ach, wir haben nur noch eine Stunde Fahrzeit, ne, meine Herren. Gut, aber darum kümmern wir uns später. Ich werde jetzt erstmal hier reinschlendern und eine Beladung veranlassen. So. Hätten wir die 8 Tonnen auch beladen. Trailer ist aber trotzdem voll, ne? Ganz kurzer Blick auf die Karte, ja. Wir sind jetzt hier in Reststoff. Wenn ich das richtig ausspreche, weiß ich nicht. Die Tour, wie gesagt, geht nach München. Ich habe das Navi schon darauf eingestellt. 903 Kilometer. Wir fahren jetzt hier die A4 von der Sache her vor, wie wir gekommen sind, und biegen aber hier vorher Richtung Höhe Katowice ab auf die A1. Geht es dann durch Tschechien Richtung Brünn, nach Österreich rein, Wien, auch alles noch Wiener A1, österreichische A1, Linz, Salzburg, München. Das ist so unser Ziel. Die Firma heißt ND, wo wir hin müssen. Steht auch so im T drin. Ich kann das hier leider nicht genau lesen. Aber sehen wir ja vielleicht, wenn wir dort sind. Gut, für den heutigen Tag, wir haben ja schon 8 Stunden Fahrzeit weg. Bis hierhin ist es ungefähr eine Stunde. Das könnte hinhauen. Falls es Verzögerungen gibt, ist das auch nicht schlimm. Da müssten wir halt in den sauren Apfel beißen und eine 10er Fahrzeit ziehen. Das wäre heute zum Mittwoch die erste in dieser Woche. Ja, will ich zwar vermeiden, aber so, ich habe schon mein Logbuch eingetragen hier, Abfahrt. 13 Uhr. Und auf geht's. Ja, Elektronik wird als zerbrechliche Fracht deklariert. Deswegen auch relativ gut bezahlt. Mit 1,24 Euro pro Kilometer. Insgesamt kriegt man für diese Tour von 903 Kilometern 1.120 Euro. Das ist wirklich gut. Wie gesagt, im Verhältnis, dass es nur 8 Tonnen wiegt, dass wir relativ leicht sind und somit eigentlich unseren Verbrauch senken können sollten. Dafür hat aber an dem Berg hier ganz schön zu tun, muss ich sagen.
muss das sein. Ladenavigation, da müssen wir da von links abbiegen. Krakow oder irgendwas mit dran stehen, jawohl. Jawohl. Extra so gestellt, dass ich die Ampel sehe zwischen meinem Frontspiegel und der A-Säule. Kommt der hier mit seinem Pizzablech. Da müssen wir warten, bis der Gegenverkehr rot kriegt, sonst wird das hier nichts. Was ist genau jetzt der Fall? Oder müssen wir uns beeilen? Weil dann nämlich ja der genau Querverkehr angeschlossen kommt. So, jetzt müssen wir aber bald mal hier auf diesen Rasthof kommen. Espresso. Espresso habe ich lange nicht mehr getrunken. Könnte ich mir eigentlich auch mal einmachen. Da kommt mein Rasthof. Ja, 14.03 Uhr, einigen wir uns auf 14 Uhr Ankunft, ja. Ich würde noch mal kurz tanken, aber das hat ja nichts mit der Fahrzeit zu tun. Das ist ja, wenn überhaupt, Schichtzeit. Ja, wie gesagt. Ankunft 14 Uhr. Eine Stunde Fahrzeit, ja. Abfahrt haben wir keine. So, und das Ende von der Schichtzeit des Tages, das strahle ich dann ein. Da machen wir jetzt noch eine halbe Stunde Arbeitszeit. Das Fahren auf dem Parkplatz drücken wir mal ins Skat, ja. Was kostet der Fusel hier eigentlich? 1,02 Euro. Schön. Ich bin mir nicht sicher, ob es in Tschechien vielleicht billiger ist. Oder Österreich, aber ich glaube 1,02 Euro, da sind wir schon ganz gut dabei. Ja, geht gut was rein, war in den Tank. Der war ja auch knapp unterhalb voll, ne? Ihr wartet nicht auf mich, oder? Nee. Ihr wartet doch nicht auf mich. Ja, ich bleibe hier schon. So. Dass ihr auch tanken könnt. Die wollen doch nicht mal tanken, die fahren durch. Zumindest der eine.
Boah, was ist denn das hier für ein Verkehr? Das ist der Wahnsinn. Hör auf zu blinken. So, jetzt ist hier aber endgültig Feierabend. Endgültig Feierabend. Aber warum sind die nachher weg hier, wenn ich losfahre? 14 Uhr. 14.30 Uhr sage ich jetzt mal, ja. Und mal können wir ruhig großzügig aufrunden, das ist, können wir als Arbeitszeit deklarieren. Das sieht die Polizei auch gerne. Ja? Wenn man mal eine Kontrolle hast hier und die sehen immer nur Fahrzeit, Pause, Fahrzeit, Pause, sagen die auch, na hast du zwischendurch auch mal was anderes gemacht, außer gefahren hier. Das ist auch ein Tier. Ist ja dann auch so. Insgesamt haben wir heute 9 Stunden Fahrzeit, exakt. Das ist sehr gut. Schichtzeit, jetzt sind wir heute früh losgefahren. 2 Uhr in der Nacht sind wir heute früh in Breslau losgefahren. Jetzt ist es 14.30 Uhr, das heißt, wir haben 12,5 Stunden. Also eine kleine, ne? Bis 13 Stunden ist eine kleine Schichtzeit und alles drüber, dann ist die große. Die dürfen wir nur dreimal machen pro Woche. Haben wir diese Woche auch noch nicht. Also diese Woche, wie gesagt, jetzt ist der Mittwoch rum. Jetzt ist der, upsala, der Mittwoch rum im Spiel. Noch keine große Schichtzeit, noch keine große Fahrzeit nehmen müssen. So, Donnerstag. Donnerstag. Hören wir auch mal den Dumbo an, ja? Das ist hier ein bisschen nach Arbeit aussieht. Donnerstag. Schreibe auch möglicherweise 1.30 Uhr auf, ne? Abfahrt. 1.30 Uhr. Oh, ich muss da wirklich jeden Buchstaben. R-Z-E-S-Z-O-W. Irgendwo guckt noch so ein Betonungszeichen drüber. Das drücke ich in Scott hier. Das interessiert sowieso keinen. Da in Deutschland bist du, die können das so schon kaum lesen. So, da schauen wir mal ja auf die Karte und schauen uns mal hier einen Punkt raus, denn wir brauchen 12 Stunden. Also der Donnerstag wird ein reiner Fahrtag. Das heißt, wir müssten uns jetzt mal was raussuchen, wo wir hier Pause machen könnten. So rein von der Route her würde ich hier Höhe Salzburg anpeilen. Wir schauen mal, was das Navi uns da sagt. Oh, da haben wir uns aber überschätzt. Da haben wir uns überschätzt. Wir können eigentlich mit einer krassen 9er Fahrzeit. Das wäre natürlich wieder noch besser. Was ist hier noch? Ist die Frage, macht das den Braten fett? 8 Stunden 20. Ich jetzt sage, ich will hierher. 8 Stunden 51. Ist schwierig. Nach Linz rein brauchst du aber auch nicht fahren hier. Da kannst du auch hier hin. Das will ich mir mal angucken hier. Ich glaube, das wird so unser Punkt. Wenn wir über 9 Stunden kommen, ist das nicht schlimm. Wie gesagt, zweimal dürfen wir 10 Stunden in der Woche fahren. Und da die Woche ja nur noch 2 Tage hat, ich denke mal, wenn wir am Samstag fahren müssen, dann nicht weit. Ja, dann könnte man die 10er jetzt auch ruhig ziehen. Sag mal, was war das denn der? Das ist doch noch gar nicht die Autobahn hier. Das ist doch jetzt gerade mal. Ist doch jetzt nur die Auffahrt auf den Zubringer. Auf die Straße hier. Wo jetzt ein Auto kommt. Uhaha.
zwar eine Kreditrate, aber ich noch nicht so richtig nachvollziehen können, warum die kommt hier was, Neger? War doch zweispurig ausgeschildert, oder? Richtung Katowice. Oder liege ich da jetzt falsch? Das geht mir so auf den Sack. Das geht mir so auf den Sack, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber wir haben es gerettet. Es war ein ganz schönes Manöver, aber... Das Problem ist eben hier, auch wieder Maßstab geschuldet, mal verfahren, okay. Ja, das kostet sich in der Realität vielleicht mal 20 Minuten. Ja, 10 Minuten, vielleicht auch nur 15, so in der Drehe. Also müsst schon... eine ganz ungünstige Situation sich ergeben, dass sich das mehr Zeit kostet. Aber hier im Spiel ist ja gleich wieder eine Stunde anderthalb weg. Gut. Ja, überholen du jetzt noch nicht. Ich würde sagen, wir beenden die Folge erstmal an dieser Stelle. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Däumchen nach oben da, abonniert, kommentiert, was das Zeug hält. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Fahrt schon rechts. Grüß die Leute. Macht's gut. Ciao.